Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Let's Play Fallout. Und dieses Areal, wo ich hier bin, das kennt ihr schon. Hat aber einen Hintergrund, warum ich hier gerade per Schnellreise hergereist bin. Weil es hieß bei mir, oder es hieß unter einem der Videos, dass ich doch da, wo ich hier praktisch mal das Radio anmachen soll, dass es da die Möglichkeit gibt, noch eine coole Waffe zu bekommen. Und naja, in Anbetracht dessen, dass wir ja. Ja, ich brauche diese Militärfrequenz oder die Notfrequenz. Und Anbetracht dessen, dass ich ja dementsprechend, ich mache das per Schnellreise, weil ich glaube, die Notfrequenz gab es hier unten beim Bahnhof, dass ich eine coole Waffe immer gebrauchen kann, gehe ich jetzt hier diesen Umweg und bin noch nicht in der Burg rein, sondern eben werde mich mal noch versuchen, dieser Waffe zu widmen. Nee, das ist immer noch nicht weit genug. Gibt es hier schon einen Radiosender? Ich sagte, ich glaube, es wäre entweder was die Notfrequenz oder die Militärfrequenz, aber ich meine, dass es da an diesem Bahnhof so weit war, dass ich da diese Frequenz reinbekommen habe. Aber keine Sorge, du kannst danach immer noch Beute aus ihrem Aschhaufen und ihrer Pfütze aufsammeln. Ja. So, jetzt laufe ich nochmal wieder in die nördliche Richtung, weil das kam ja hier irgendwo. Weil, wie gesagt, mit einer guten Waffe wäre es jetzt einigermaßen leichter, da zu agieren. Militärfrequenz. War das die Militärfrequenz oder war das die Notfrequenz? Machen wir mal, schauen Automatisierte Nachricht wird wiederholt. wir mal. Ja, man muss das machen. Hier ist Geläte Halen vom Aufklärungstrupp Gladius an alle Einheiten in Reichweite. Autorisierung AX Ferrum 95. Unsere Einheit hat Verluste erlitten und wir haben kaum noch Vorräte. Wir erbitten Abholung oder Unterstützung an unserer Position am Polizeirevier Cambridge. Ja, dann machen wir doch das. Ja, ich glaube hier, das ist dann die richtige Quest. Jetzt müssen wir schauen, wo das ist. Das Polizeirevier Cambridge. Da gar nicht weit weg. Grey Garden und dann rüber nach rechts laufen. Der Wachbot, dem sind wir ja auch schon einmal kurz über den Weg gelaufen, ist der gefährlichste je hergestellte Roboter. Oh ja. Gott sei Dank habe ich den nicht angegriffen. Den habe ich nämlich wenig Lust als Gegner. Ich könnte mir mal meinen TP noch schnell auffüllen. Dass ich hier so wieder ein bisschen frischer unterwegs bin. Ich bin ja echt gespannt, was mich dann im Polizeirevier jetzt erwarten wird. Aber ich bin auch froh, dass hier schon wieder der Tag angraut und nicht mehr Nacht ist. Ich bin, wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, ich bin so ein kleiner Nachtschisser in Spielen. Obwohl ich hier schon selber im Raum mit Beleuchtung logischerweise spiele. Aber nee, Nacht und ich, wir sind einfach keine Freunde. Ist auch übrigens der Grund, warum ich keine Horrorspiele spiele. Ich mag auch keine Horrorfilme. Ja, ich bin da echt ein Mädchen. Ich weiß nicht warum, aber das war schon immer so. Das ist übrigens Watz, das habe ich noch nie eingesetzt. Auswählen, annehmen. Machen wir mal doch das, oder? Jetzt annehmen. Habe ich noch nie eingesetzt, dieses Thema mit dem Watz. Boah! Alter, mach mir doch nicht so einen Schrecken. Ich setze hier das erste Mal Watz ein und dann kommt hier so ein Ghoul von hinten noch plötzlich an. Oh ne. Boah, war das knapp. So. Ach Gott, ey. Von was explodiert denn jetzt das doofe Auto? Nur weil diese Mine da explodiert ist. Also Minen und ich, wir sind in dem Spiel No Friends.
Also, ich hasse sie so abgöttisch, das ist so krass. Aber gut. Dann machen wir das einfach nochmal. Ist ja Gott sei Dank kein weiter Weg. Aber nee, Minen nerven mich extrem hart. Also das ist so, ich weiß gar nicht, auf einer Skala von 1 bis, du nervst mich extrem, wie weit oben die denn stehen. Es ist auf jeden Fall sehr weit oben. Das kann ich schon mal verraten. Aber wie gesagt, auch vielen Dank an Raps für den Hinweis mit dem Watz, mit dem System. Sie sagt, das bringt einiges. Und ja, ich glaube, dass mich das so mal für meine Munitionswahl so ein bisschen erleichtert, dass ich hier nicht mehr so viel davon verbrauche, weil ich glaube, so Munition ist ja doch ein sehr seltenes Gut, beziehungsweise ein sehr wichtiges und dementsprechend sinnvoll damit umzugehen und dieses Watt-System zu nutzen, ist da schon gut. Also danke und auch danke an alle Tipps, die mir immer unter die Videos kommen. Also ihr seht, ich bin auch da immer für Ratschläge ganz klar auch offen und zu haben. So, da vorne sind wir jetzt schon wieder. Ich finde nur lustig, dass die Mine dann erst ausgelöst ist. So, was? Ach, die war im Boden oder was? Das habe ich ja gleich gar nicht gecheckt. Warum ist der jetzt da explodiert und vorher nicht? Das verstehe ich übrigens teilweise nicht bei den Minen, aber gut. Nehmen wir mal Stimpaks. Dass es mir wieder ein bisschen besser geht. So, wo ist denn der Spielzeugauto? What a shot! Ach, ich brauche übrigens AP dafür, das habt ihr unten ganz gut gesehen. Ah, daneben geschossen. Also, natürlich gibt der Kopf mehr Schaden, aber es ist auch schwieriger, ihn zu treffen. Alter, was ist denn hier los? So. Na, der erste hat schon mal gesessen und der zweite dann nicht. Aber dann den letzten mache ich einfach klar. Ja, und das ist ein schöner Glitch. Da ist er im Boden. Damit kann ich aber leben. Da vorne geht's rund. Zuckerbomben. Normale Bombe wäre mir lieber. Wie schaust du denn du aus? Schrotpatrone. Alles klar. Na, da liegt auch noch einer. Da liegt auch noch ein bisschen Patronen rum. Wie gesagt, ich bin für Munition immer zu haben. Na, ein Koffer. Hat einen Koffer stehen lassen. Okay, der war super einfach. Aber nichts, was mich interessiert. Gamma-Patrone. Aber also aus Patronensicht macht sich's hier schon bezahlt. Rataway ist auch immer super. Gebührenplan. Ja, keine Ahnung, nehmen wir mal mit. Muss mich jetzt noch GEZ zahlen oder was? Zweierkugel. Haarbürste brauche ich nicht. Band des Wirtschaftsmagazins hört sich jetzt auch nicht so an, als ob ich das brauchen würde. Klemmbrett nicht, Aktenschrank nicht. Oh, Experte. Da ist nichts zu machen.
glaube, da muss ich rein. So. Die sollen das hier mal selber erstmal machen. Hat er eine Powerrüstung an? Ich will jetzt eigentlich nicht viele Schüsse verbrauchen. Sprechen wir doch mal mit ihm, aber ich glaube, der ist gerade noch beschäftigt. Entschuldigung. Hallo. Achtung, da sind Gegner. Ich glaube, wir sind nicht allein. Ach, sag's an. Ja. Ja, die machen das schon. Weil, wie gesagt, ich habe meine Schüsse sind mir da jetzt so. Ah, ja, gut, außer es rennt einmal direkt auf mich zu. Aber sonst sollen die das mal für sich da machen. Kronkorken, Kronkorken. Kann ich hier noch schnell looten, so ein bisschen? Spielzeug außerirdische. Wo war da gerade Munition? Da. Wow! Alter, jetzt ist das Spiel auch erschrocken, nicht nur ich. Wow! Ich brauch kurz einen Moment. Scheiße. Alter, krass. Was sollte das denn bitte? Kommt der auf einmal seitlich da dahergelaufen? Hat's mich gerissen. Ich weiß auch nicht, ob die Aufnahme jetzt irgendwas war jetzt, aber... Hallo. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Alles zu seiner Zeit. Wenn du auf unserem Gelände bleiben willst, rate ich dir zuerst meine Fragen zu beantworten. Na gut. Ich versuche nur hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestorben bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Das hier wäre für uns beide viel leichter, wenn du kooperieren würdest. Also, wo kommst du her? Ich komme aus Sanctuary Hills. Das liegt hinter Concord. Ich kenne das Gebiet von unseren Karten, war aber selbst noch nicht dort. Es gibt dort nicht viel, das wir sammeln könnten. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Na komm. Das kommt darauf an. Wie viel zahlt ihr? Du bist also ein Söldner. Typisch. Na gut, wenn du uns hilfst, sorge ich dafür, dass du für deine Dienste entlohnt wirst. Ich bin Paladin Dance von der Sterlernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Natürlich. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sterlernen Bruderschaft zu helfen? Aber sowas von. Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Halen. Bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich... So, bevor ich hier... Da gibt es wieder noch Munition. Und alles weitere, was... schön ist. Legon am Stiel. Holomarke, das nehme ich mit. Lasergewehr, ist auch cool. Und eine Uniform. Da ist doch jetzt alles dabei. So, pass mal auf. Ich schaue mir das mal an. Kleidung. Taschenbehandelte Raider-Rüstung. Schaue ich denn jetzt aus? Okay, irgendwie alles klar. Und ah ja. Ich habe jetzt gerade nichts an. Also, alles klar.
Nee, nehmen wir dieses Leichtbauzeug. Verspeist oder mit Taschen behandelt? Okay, wenn ich die Uniform anziehe, die... Soll ich das mal check? Da gibt es zwar Resistenzen, aber sonst nichts. Also klar, dann... nehme ich das erstmal. Mit Taschen kann ich immer gut gebrauchen. So, ich glaube, es ist alles... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin ausgestattet, aber nee. Oh, was fehlt denn? Würde mich immer interessieren, warum ich da... Sobald ich die Uniform anziehe, habe ich doch das Ganze... Kann ich vielleicht nur das? Das macht ja gar keinen Sinn. Okay, mit dem Minuteman-Outfit geht es dann wieder, alles klar. Hier ist linker Arm, rechter Arm, das Minuteman-Outfit. Und dann brauche ich noch die Beine. Ja, jetzt bin ich doch ausgestattet. Jetzt geht's los. Na gut, lass uns doch mal das Polizeirevier klar machen. Also es gibt wahrscheinlich viele, die verzweifeln aufgrund meiner Planlosigkeit. Aber ja. Also fliegst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß, ist halt einfach so. Meine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Das hört sich ja nett an. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Hältst du dich irgendwie für eine große... Dance? Bist du bereit? Natürlich. Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Stimpaks nehme ich immer. Bevor ich jetzt eigentlich bereit gesagt habe, war ich noch nicht so bereit. Ich habe hier noch nichts wirklich erforscht. Gerade Munition gibt es hier bestimmt hier reichlich. Wenn ich dem jetzt nicht nachgehe, dann habe ich doch wahrscheinlich hier Zeit, oder? Haarklammer? Oh ja. Klebeband, Lötlampe. Ne, Fuhrpark will ich nicht. Dann muss ich wieder laden. Das will ich jetzt erstmal nicht. Rotkorken. Ich will jetzt erstmal hier alles mitnehmen, was. Und hier ist einiges, was ich mitnehmen kann. Militäruniform, Polizisten, Handschellen. Impro-Pistole. Nochmal. Oh, ey, das ist ja das reinste Schlaraffenland. Beweismittelterminal brauche ich jetzt wohl nicht. Wo waren sie gestern? Nee. Klebeband. Retterway. Retterway ist immer super. Oh, der ist ja, also hier ist ja einiges da. So einen Notsender kann ich doch bestimmt auch brauchen, oder? Naja, die Amateurfunkpunkte bringt ja noch nichts. Kronkorken, auch immer schön. Jetzt kann ich nochmal hochgehen. Kotzwurf, geh mal weg. Ja, ja, ganz entspannt. Ich bin nicht so weit. Ich kann ja keine Ahnung, dass er schon hier losläuft. Nur weil ich sage, ich bin so weit. Ach, das habe ich jetzt gedacht. Das war jetzt doof, da rauszugehen, wo Cambridge stand. Ich dachte, man macht einfach eine Tür auf. Hätte ich auch gleich in den Fuhrpark gehen können. Ja, da. Vielleicht wäre es gut. Wenn ich schon hier bin, dann kann ich... Das ist der Notsender, den wir jetzt gleich reparieren sollen, müssen tun.
Aber gut, ich glaube, ich bin soweit ausgestattet, dass ich sagen kann, ich kann jetzt zu Paladin Dance gehen. Aber ich fand vorher lustig, dass das Spiel selbst in die Knie gegangen ist, als ich erschrocken bin. Auch noch nie passiert. So, Paladin Dance. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Natürlich. Arcjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Das ist doch ein Wort. Ja, ja. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ich dachte, du läufst noch. Ja. Ich könnte auch laufen, aber. Eigentlich hätte ich meine Powerrüstung vielleicht holen können, aber je nachdem. Ich glaube, die wird später für das nächste Thema für die Burg dann fast spannender, die Powerrüstung. Nee, Cremekleid brauche ich nicht. Okay. So, da vorne ist doch schon was. Komm, Paladin Dance. Mach du doch das mal. Und damn! Weg mit dem Bein. Raider Abschaum. Ja, du hast es. Was hast denn du? Achso. Alter, der nur schönes, gutes Zeug. Nur tolle Sachen hier. Ja, der labert hier einen Orkewaschel ab. Ich dachte, wir machen hier eine militärische Aktion und wollen jetzt hier nicht ewig labern. Aber ihr seht unten, meine Munition wird immer mehr. Das ist bisher schon, der Plan ist aufgegangen, dass ich mich da mal taktisch ein bisschen verstärken kann. Da ist nix. Die Autos explodieren ja immer ganz gern. Ich will übrigens deine Waffe. Gib mir deine Waffe. Oh, Paladin Dance. Ich bin gespannt, wie lange die Folge laufen wird, ob die eine Überlänge haben wird. Aber die Mission würde ich gerne mit euch abschließen. Na toll, ich schieß Paladin Dance ab. Nee. Nicht Paladin Dance abschießen. Das fände er bestimmt nicht so prickelnd. Ganz schön viele Mischlingshunde hier. Das wäre es ja, wenn ich ihn abschieße. Und mir dann seine Waffe schnappen. Bäh. Ob das geht? Ich will es jetzt nicht probieren, aber wer das weiß, ob das geht, kann mir das gern mal posten. Also wenn die Folge, wenn ich merke, so, die wird viel zu lang, dann werde ich doch noch abbrechen müssen, aber ich werde es versuchen, mit euch durchzuziehen.
Cool, schaut das schon aus. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Alles klar. Verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Niemals. Du willst doch von mir nicht getroffen werden, Lieutenant, nicht der Paladin. Lieutenant Dan? Ich bin echt viel zu filmfixiert. Zahnrad. Das sind Sachen, die ich bestimmt alle gebrauchen könnte. Diese hier, den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. So, jetzt kann ich hier noch... Sicherheitsterminal. Beziehungsweise, wenn wir jetzt hier sogar noch einen Break haben, dann werde ich sagen, breche ich hier ab. Die Folge ist ja doch gar nicht so kurz geworden. Und wie es hier jetzt weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Spannungsbogen. Bis dahin, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Servus.